Leute. Ihr auch wieder da? Ihr seid gerade rechtzeitig da, ich wollte mir eine Salbe machen. Ich bin krank, bin ja nicht umsonst in diese dicke Decke eingewickelt. Übrigens, das ist eine Alpaka-Decke. Ja, also, die hält richtig schön warm und die ist weich. Sieht zwar aus wie diese Unterlegdecken für Matratzen oder sowas, aber nein, das ist eine richtige Kuscheldecke. Und auf jeden Fall hilft man da den Alpakas, weil wenn die Wolle geben, dafür werden sie gut behandelt. Ne? Naja, ich habe hier Vaseline, das ist eine gute Basis. Und Ringelblumensalbe, die ist total gesund. Dann wollen wir mal anfangen. Wir nehmen einfach ein bisschen Vaseline, muss gar nicht so viel sein. Also einen guten Löffel voll. So. Und Ringelblumenscheibe. Ja, Carlo, ich bin krank, tut mir leid. Und dann mit der Spitze hier einmal ein bisschen verrühren, bis das richtig schön cremig ist. So, dass das sich gut vermischt, ne? Ah, oh, bin ich erkältet. Ah, ja, Carlo, ich will dich nicht anstecken. Na, Fliegen kommen auch schon. Ist es schon so weit? Oh, es ist schon so weit mit mir. So, und dann 1, 2, 3, 4 Tropfen. Naja, 3 wollte ich eigentlich. Ah, oh, das riecht schon mal sehr gut. Ah, gut verrühren. Man kann auch nur Vaseline nehmen, aber mit Ringelblumensalbe ist das viel besser. Viel besser. So, und jetzt habe ich hier diese Pampe. Ah, einfach ein bisschen was nehmen. Oh, riecht das gut. Und dann die Brust eincremen. Ah, so ein Kissen. Wie wär's, wenn ich dir erstmal einen schönen Tee mache? Einen Tee? Ja. Der wärmt dich wieder ein bisschen auf. Da gibt's nämlich auch genug Tees, ne? Die helfen. Heilende Tees. Für die Galle. Oder fürs Blut. Ne? Oder für die Verdauung. Und natürlich auch für diesen Husten und das Kratzen im Hals. Ja, genau so einen mache ich dir jetzt erstmal. Dankeschön. Ja. Ja, hier seht ihr Ray. Oh, und sie nimmt dann einen Tee. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Wie eben schon gesagt, Heilung für alles. Naja, außer ganz schlimme Sachen, ne? Das hier ist kein normaler Teekocher, sondern so einer mit Oberhitze und Dampf. So ein Dampfteekocher. Der ist ganz praktisch. Das funktioniert auch super. Einfach den Tee da in die Öffnung rein. Zack, zumachen. Reinstellen. Vorher natürlich ein bisschen Wasser. Je nachdem, wie viele Tassen ihr wollt, zuklappen und anmachen. Das war's schon. Jetzt muss man eigentlich nur noch warten. So, dann fängt das nach einer Zeit an heiß zu werden. Und das heiße Wasser fällt dann oben auf den Tee drauf. Seht ihr das? Und durch den Dampf wird das dann richtig fertig. Naja. Sortes! Die Hustenbonbons sind schon wieder alle. Soll ich gerade losfahren? Nee. Also dafür musst du nicht Auto fahren für die kurze Strecke. Ich meine, die Leute fahren ja sowieso bei jeder Kleinigkeit sofort mit dem Auto. Und was meint ihr, wie gefährlich das für die Bäume ist? Ne? Schaut euch diese Liste hier mal an. Ja, hier seht ihr so eine kleine Liste. Und da sieht man zum Beispiel ein Flugzeug. Also das erste nehmen wir mal von Stuttgart nach Sydney. Hat einen CO2-Ausstoß in Tonnen von 5,44. Das bedeutet 435 Bäume pro Jahr. Also das geht ja nicht. Oder eine kleine Autofahrt, ne? Ganz unten von Stuttgart nach Pforzheim. 0,008. Das hört sich wenig an, aber dafür braucht man einen Baum im Jahr. Für eine Fahrt. Und ich sag mal, so geht's ja nicht, ne? Das ist ja schon ein bisschen übertrieben. Also Autos, und die Bäume sind wichtig. Das geht doch nicht, oder? Ne? Und was hier überall alles drin ist. Also ich dachte, Ringelblumensalbe, naja, die wissen schon wohl, was man da reinmacht, hoffe ich. Naja. Riecht schon auf jeden Fall so ein bisschen nach Tee. Meine Nase ist zwar so ein bisschen zu,
Moment. Da kann ich doch das Heilpflanzenöl nehmen. Einen Tropfen. Hui, das ist frisch. Das hilft meiner Nase. Nee, aber apropos Autofahren. Der Mensch früher, ja, der konnte ja auch kein Auto fahren. Der ist überall zu Fuß hin. Oder mit dem Pferd, aber das konnten sich natürlich nur die Reichen leisten. Also zu Fuß. Und von der Natur her gesehen, das ist immer mein bestes Beispiel von der Natur aus, ne? Da ist es ja so, dass der Mensch auch nicht den ganzen Tag sitzt. Er ist ja den ganzen Tag draußen. Am Jagen, am Bären sammeln. Er muss ja essen. Den ganzen Tag nur am Essen und sammeln, ne? Als er noch nicht angepflanzt hat. Da ist es doch komisch, wie wir heute leben. Wir sitzen ja nur noch rum. Aber wir werden trotzdem alt. Wegen der Medizin. Jetzt nicht solchen Mitteln, sondern richtig starker Medizin. Da werden manche Leute 100 Jahre alt. Ob das gut ist, wenn man so alt ist, da kann man ja gar nicht mehr laufen oder alleine aufs Klo gehen. Naja, natürlich gibt es dafür spezielle Einrichtungen, Altersheime. Da wird sich dann um die gekümmert, auf jeden Fall gelehrt gekümmert. Die Leute wissen, was sie da machen. Ne? Aber Oma weg, nicht mehr zu Hause, sondern ins Altersheim. Wofür hat sie denn dann gelebt? Die ist doch weise. Ne? Die hat doch bestimmt den Kindern oder so viel beizubringen. Naja, aber wenn es dann zu schwer ist, zu schlimm ist, Alzheimer oder so, da weiß man gar nicht mehr, wer man ist, da vergisst man alles. Da ist dann natürlich ein Altersheim wirklich gut. Da kann man sich den ganzen Tag um jemanden kümmern. Ne? Kann ihm die Medizin geben, die man, die Person braucht, ne? Die Oma oder der Opa. Und ihn betreuen. Duschen, waschen. Na, Krankheiten sind schon was Schlimmes, das sage ich euch. Und was es da alles gibt. Oh, oder... Ah, mein Tee. Ja. Ah, danke schön. Ich habe ein bisschen Honig mit reingemacht. Oh, Honig ist gut. Ja? Wie heiß ist der denn jetzt? Da muss ich noch warten. Oh, kalt. In der Zwischenzeit können wir uns ja so einen kleinen Film angucken. Oh. Ja, früher die Menschen. Das war ja was, ne? Wenn man da krank war, zum Beispiel, man musste operiert werden, da wird man ja vor Schmerzen sterben. Stellt euch das mal vor. Ihr liegt da auf dem Tisch und einer steckt ein Messer in euch rein. Oh. Grausam, ne? Uiuiui. Und damit man da früher nicht so, naja, sich wehren konnte, hat man einen gefesselt. Ne? Da wurdet ihr gefesselt und lag dann da. Und viele sind vor Schmerzen gestorben, weil so doll weh tat. Naja, später hat man dann zum Beispiel eine gute Methode gehabt. Diese hier. Au, ein Hammer auf dem Kopf. Danach war man betäubt. Naja, aber es hat geholfen. So ist man dann wenigstens nicht an den Schmerzen gestorben, aber... Danach hatte man eine tierische Kopfschmerzen. Ja, irgendwann später dann, ne, dann hat man halt herausgefunden, dass Lachgas, dass das hilft. Das war eigentlich so auf einer Party so ein bisschen witzig. Ne? Vor allem mit Gasen, da hatten die Menschen das damals nicht so. Außer mit diesen hier. Ne? Also mit den normalen Gasen, naja, war ja halt schwierig ranzukommen. Auf jeden Fall hat man dann herausgefunden, wenn man da genug von hat, dass man keinen Schmerz mehr merkt. Später gab es dann Ether und. Ja, und heutzutage ist das ja gar nicht mehr so das Problem, ne? Die Leute zu betäuben. Heutzutage kann man einem das Bein abnehmen, wenn das richtig gefährdet ist und am Vergammeln oder was auch immer. Ne? Und man merkt da nicht viel von. Ne? Man kann den Blinddarm zum Beispiel entfernen, das haben bestimmt viele von euch, ohne dass man daran stirbt, an den Schmerzen oder Zähne ziehen. Man kriegt eine Spritze mit einem Mittelchen drin und schon kann man den Zahn ganz einfach ziehen. Da bin ich schon froh, dass es diese Technik gibt, wobei Technik ja auch immer ein Stückchen zurücktreibt. Aber in dem Fall super gerechtfertigt. Ja, war doch ein ganz interessanter Film, oder? Ja, Bonbons hätte ich jetzt gern. Ah, weißt du was? Wisst ihr, ich kenne da nämlich wieder ein Rezept und ich glaube, ich mache mir jetzt meine Bonbons selber. Das kriege ich wohl noch hin. Da bin ich aber gespannt. Ja. Hi. Okay, Bonbons. Ja, was braucht man dafür? Also ich habe jetzt für Salbei, habe ich 10 Gramm, ne? Ja, 10 Gramm.
Und die brauche ich erstmal. Die packe ich dann erstmal auf mein Blatt. Übrigens, das habe ich auch selber gemacht. Ja. Eiche. Da braucht man nie wieder Neues. Man muss es nur immer einölen. Das ist wichtig. Finde ich aber viel besser als diese Plastikbrettchen. Weil die ganzen, wenn man schneidet, diese ganzen Plastikteile, die kommen ja dann auf eine Wurst oder so. So. Das sind 10 Gramm. Oh, das sieht aber ordentlich aus. Das ist ja schon fast perfekt. Da brauche ich ja gar nichts mehr schneiden. So. Und da müssen wir jetzt 100 Gramm da reinmachen. 18, 17, oh, 62 Gramm, 84. Und versprecht mir eins, das macht ihr nicht alleine, wenn ihr zu klein seid. Dann macht ihr das mit euren Eltern. Denn das ist ein bisschen gefährlich. Oh, 99 Gramm. Oh, 100. So, dann packen wir die jetzt in den Topf rein. So, die Kräuter beiseite. Das alles hier weg. Ach ja, man muss sich natürlich noch das hier vorbereiten. So ein Backblech, also der Zucker, der liegt da nur damit, dass es nicht so wellt. Ne? Und ein Löffel ist ganz wichtig. So, dann stellen wir das jetzt auf die Platte. Erstmal so. Und nicht zu heiß, sonst brennt das an. Puh, das kann eklig werden. So langsam verflüssigt sich das Ganze. Und hier habe ich auch vom Imker schön richtigen Honig diesmal. Der kommt denn da auch noch mit rein zum Verfeinern. Oh, wenn das dann gleich schön karamellig ist, dann kommt das da rein. Aber da muss man aufpassen. Das kann richtig spritzen und gefährlich sein. Ja, da kann man sich gut verbrennen. Das muss also jemand machen, der da schon ein bisschen Kocherfahrung hat. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber Vorsicht. Wenn ihr das hier habt, dann müsst ihr es danach schnell von der Platte nehmen, sonst verbrennt das, dieser Husten macht mich verrückt. Das wird mir aber helfen. So, jetzt haben wir hier unser Karamell und da kommt jetzt das Salbe rein. Da muss man dann aufpassen, ne? Und rühren. Ah, das blubbert ein bisschen. Und das stinkt. Gut rühren. So. Und natürlich noch meinen Honig mit rein. So. Ja, es gibt viele Pflanzen, ne? Müssen ja nicht immer nur Heilkräuter sein. Zum Beispiel hier, sowas hier, ein kleines Bäumchen. Frag mich jetzt nicht, wie das heißt. Ja. Oder hier, sowas hier, da weiß ich, wie es heißt. Das ist Efeu. Schön gemacht, ne? Ja. Und dann gibt es natürlich nur sowas hier. Eine Kunstpflanze, ist aus Plastik. Braucht man also gar nicht gießen. Aber dafür Erdöl verschwenden? Ich meine, das gibt's doch echt. Da muss man doch nicht, na gut, fürs Auto oder so. Aber ich finde, das ist so ein bisschen verschwenderisch, ne? Also Verschwendung von Ressourcen. Hier zum Beispiel, auch Plastik. Für die Ray. Aber da lohnt es sich doch schon, oder? Weil sowas hat man ja ewig. Und man kann sich hinstellen. Also so schlecht ist das Plastikzeug auch nicht. Ne? Na ja, und hier habe ich noch eine Pflanze, das ist eine Heilpflanze, das ist eine Aloe Vera. Ne? Wenn man zum Beispiel Sonnenbrand hat, kann man als abmachen und diese Flüssigkeit da drin auf die Haut machen. Oder man kann die Flüssigkeit auch in Creme ja, reinmachen. Ist gut für die Haut auf jeden Fall. Und ach, da kann man so viel mitmachen mit dieser Pflanze. Ja. Ja.
Pflanzen sind schon was Schönes. Ich glaube, irgendwann hatte ich ja immer vor, gehen wir mal zusammen in den Wald. Dann gucken wir mal, was da so wächst, so an Kräutern. Ne? Vielleicht finden wir da viele Heilkräuter, aber heute nicht. Ich bin ja krank. Das schaffe ich heute nicht. So. Schon fertig? Ja, das sind die Bonbons. Ja, ihr wisst ja, wie es geht, ne? Also da braucht man nur Zucker für, ein bisschen Salbe, ein bisschen Honig. Wolltest du mal eins probieren? Hier, ein kleines kannst du dir da rausnehmen. Viel Kräuter drin. Nehmen. So. Sehr kräuterig. Hammer, oder? Man könnte auch nur die Hälfte an Kräutern nehmen. Für jemanden, der den Geschmack nicht so mag. Also nicht 10 Gramm, sondern 5 Gramm. Ne? Und das kann man auch im großen Stil machen. Ne? Einfach ein bisschen mehr Zucker nehmen. Also mir schmeckt's. Und den Tee dazu. Ja, jetzt lässt sich's auch leben, ne? Dann noch schön die Creme. Oh, so geht's mir gut. In meiner schönen Decke hier. So kann man noch schön krank sein. Ne? Naja. Der Tee ist aber noch richtig heiß. Lecker. Also, wie wär's? Einfach mal ein bisschen mehr Tee trinken. Vielleicht, wenn ihr krank seid, ne? Oder jemand anders. Die Mama, der Papa, die Oma, Opa, wer auch immer. Einfach mal selber Salbe machen für die. Ne? Heilpflanzenöl oder Teebaumöl. Bonbons. Denkt dran, nicht alleine machen. Das kann spritzen. Man weiß nie. Ne? Vor allem, wenn die Kräuter noch frisch sind. Da ist ja noch Wasser drin. Genau wie mit einem heißen Öl und Fett in der Pfanne. Wenn da eine heiße Pfanne ist mit Fett drin und ihr wollt da Wasser reinschütten, damit sauber wird, dann spritzt es und das ist gefährlich. Naja, einfach mal selber machen. Schmeckt doch, oder? Aber wie gesagt, weniger Salbei. 5 Gramm reichen. 5 Gramm, ne? Hab ich gesagt, ja. Hast du gesagt. Ich bin schon ein bisschen. Naja. Also, nutzt die Sonne. Wir haben nur eine.